Ihr seht jetzt, wie man eine Form baut. Macht das wirklich außen nochmal mit sicher oder zur Sicherheit mit der Heißklebepistole. Ich bin von der Patex, also die Pistole selber. Hat, glaube ich, 15 Euro gekostet. Und dann habe ich mir noch so ein großes Magazin gekauft von den Sticks. Die kleben echt Bombe. Wenn da was rauskommt, wundere ich mich. Was wir jetzt noch machen, ich habe hier eine batteriebetriebene LED-Lampe. Die werden wir hier hinten kappen, damit das Teil erstmal weg ist. Das verbinden wir später wieder mit Quetschklemm und Schrumpfschlauch. Aber vorerst mal wird die gekappt, dass beim Auseinanderbauen nachher reißt das Kabel sowieso ab und dann muss ich sowieso irgendwie basteln. Das zwicken wir jetzt ab, kommt später wieder dran. Ist eh batteriebetrieben. Und jetzt haben wir hier Mikro-LEDs. Ich verlinke euch die mal, wenn ich welche finde. Sind, glaube ich, wie viel haben wir denn da? 2 Meter 40 LEDs. Aber jetzt bauen wir erstmal irgendwie die Lampe da ein. Dazu brauche ich noch ein kleines Loch hier unten. Was wir später auch Heißkleber zumachen. Das ganze Epoxy-Zubehör ist im Übrigen auch auf meiner Webseite, die verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Aber wie ihr gerade gemerkt habt, die Birnen passen nicht durchs Loch. Bohren wir mal mit 5 auf. Dieses Holz werde ich später irgendwie zerfetzen müssen, damit ich das rauskriege mit dem Stechbeitel vermutlich. Da wir hier noch abstehende Hölzer haben, bietet sich das natürlich absolut an, die Lämpchen da drunter reinzuklemmen. Ne? Einmal rechts am Ast vorbei. Wir gießen mit P50, wir haben 9 cm Gießhöhe insgesamt, 9,5. Das heißt, P50 kannst du maximal 5 cm gießen. Ich werde das auch hier anfangen reinzukippen, und also teilweise erst, damit hier Harz einziehen kann, und kipp das dann rüber, so dass die Bläschen vielleicht rausgehen besser oder das Holz hier versiegelt ist. Und hier halt immer ein bisschen bewegen, dass die Blasen rausgehen. Wird jetzt ungefähr eine Stunde lang viel Arbeit. Dann gießen wir mal. Ihr seht ja jetzt diese Blasen, die sind entstanden auch beim Anrühren. Wie kriegt man diese Bläschen weg? Naja, viele machen das mit dem Brenner oder mit dem Heißluftföhn. Es gibt aber Anti-Bubble Spray von DuPont, das verlinke ich euch auch. Und wie ihr seht, Milliarden wahrscheinlich an Blasen. Und jetzt sprühen wir da einfach mal drauf. Ja, jetzt sind noch die Blasen im Harz, die steigen aber ja eh nach oben, wie hier jetzt, und die lösen sich dann auf, weil das Anti-Bubble-Spray ist ja noch oben drauf. Ja, das war jetzt der erste Teil. Hier fließt noch Harz rüber. Ich könnte wetten, hier sind auch jetzt von dem Holz, ich habe das mehrmals jetzt ausgepustet mit dem Kompressor, aber hier sind wieder Holzspäne drin, die sich halt lösen. Oder Holzteilchen, aber ich denke, das macht dann noch so dieses gewisse Extra bei dem Projekt. Anscheinend ist alles dicht nach einer halben Stunde.
Und ich denke mal, wenn bis dahin kein Harz rausgekommen ist, kommt auch keins mehr raus. Und wie du siehst, so schwer ist es gar nicht. Das war jetzt Teil 1, da kommt ja dann noch ein zweiter Guss. Und zum Finish habe ich von Deepon etwas richtig Cooles. Honey Resin ist das. Das ist sehr dickes, dickflüssiges Harz. Das heißt, wir machen uns Malerspitzen, stellen die senkrecht auf in der Wanne, die Lampe nachher, und gießen das drüber. Das heißt, unten tropft es ab. Das ganze Teil ist von diesem dickflüssigen Harz glasklar übermantelt. Und wenn das trocken ist, brauchst du weder ein Finish oder Schleifen ohne Ende. Das Ding ist dann fertig. Heißt, du sparst dir eine Menge Polier-, Schleifarbeit. Kann man für Baumscheiben benutzen und so, wenn ihr eure Baumscheiben mit Harz übergießt. Also da ist es ein Top-Produkt. Kostet natürlich ein bisschen mehr, weil es ein besonderes Produkt ist. Dickflüssiger und ja. Aber wer sich da viel Arbeit sparen will, muss halt mehr in die Tasche greifen. Ist normal. Verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung. Ja. Aber das war's dann mit dem Teil. Im nächsten Teil kommt der zweite Guss und das Finish. Ja, dann wünsche ich euch noch viel Spaß beim eigenen Harzprojekt. So schwer ist es wirklich nicht und passt aber auf. Also, euch ein schönes Wochenende noch und wir sehen uns dann im nächsten Video. News. Nicht verpassen, abonnieren, Daumen hoch, ganz wichtig, wenn euch das Video gefällt und ciao.